Warte, was? Du bist aber nicht der M-Katz. What? Hä? Warum sterben wir? Warum? Hä? Ich kann ihn noch nicht mal ins Target nehmen. Und das ist komplett der falsche Raum. Der sollte erst zwei Räume weiter sein. Hallo! Ich möchte gerade den Raum verlassen! Excuse me! Ach, sind die da? Oh mein Gott. Warum ist hier kein Speicherstein? Wirklich, das verstehe ich am allerwenigsten. Oh. Ohne Scheiß, diese Viecher. Die gehen mir so auf die Nerven. Ich merke, dass ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel gerade. Und ich glaube, ich könnte gerade alles spielen und es wird mich einfach nur stören. Ich bin zu genervt von allem gerade. Geht mir das gerade auf den Sack. Ist das dumm? Ist das dumm? Ja, möchtest du mal... Oder? Oh nein, schon wieder ein Todlied. Hallo? Wo kommt er denn jetzt her? Ich möchte gerade irgendwas kaputt schlagen. Tod, der hat es immer verdient. Alter, ich kann nichts tun. Ich habe gerade Medigar gewirkt. Wie kannst du schon wieder schlafen, du verschissener Hurensohn? Mein Gott, kein Wunder, dass Penelo keinen Bock auf dich hat. Alter, ich sehe so die Glätze gerade. Alter. Boah, ich bin ja so unentspannt. Nächste mit Toxin. Halt doch die Fresse. Schlafen, Alten, ist mir egal. Ah, hab ich keinen Bock mehr gerade. Ja, wir spielen jetzt mal einfach 10 Minuten. Ohne Commentary, ohne Cam. Ich hab keinen Bock gerade.
Wie wenig Schaden mache ich an dem? Warum macht denn der so abartig viel Schaden? Und vor allem, wie schnell kann der angreifen? Are you kidding? Das ist ja nur... Ich stehe dran und kann nicht mehr angreifen. Ja, nee. Keine Ahnung. Was überhaupt damit? Ich habe einmal zuhauen können, in dem ganzen Fight gerade. Einen Schlag rausgebracht. But. Ja, ich geh mir jetzt gerade auf die Nerven. Oh, ich möchte irgendwas kaputt schlagen. Und ja, Dinge zerstören empfinde ich wirklich als etwas Befriedigendes, wenn man wütend ist. Wenn man etwas in seine Einzelteile zerlegt. Ich empfinde dabei Befriedigung. Weiß ich, ja. Gut, dann war die komplette letzte Stunde absolut useless. Hätten wir das auch geklärt. Ah. Gut. Schön, dass man nämlich den ganzen Weg jetzt zurücklaufen darf. Hier keinen Ausgang gibt. Oh, was ein Scheiß. Ah, ja. Der Achter bringt uns raus. Ich werde nicht auf 99 hochleveln. Bisschen blöd. Ich hasse Grinden. Grinden ist das Schlimmste in jedem Scheißspiel.
Bevor ich grind, habe ich das Spiel schon 10-mal abgebrochen. Wirklich, ich grind nie. Ich will sogar ein Pokémon-Spiel in die Ecke werfen, bevor ich weiterspiele. Wenn ich grinden muss, hasse ich wie die Pest. Nichts, also was ich nerviger empfinde in dem Spiel, ist grinden. Den werden wir schon irgendwie hinkriegen. Zum wenn dann irgendwo eine AFK-Stelle, wo ich wirklich einfach nur mit meinem Gambit laufen kann und AFK grinden kann. Bestimmt laut Google irgendwas, dann gehe ich. Also ich spiele einfach nur 2 Stunden laufen, gehe was futtern, schaue mir eine Serie an, ändere dann Steam und stelle es nochmal. Aber aktiv werde ich in meinem Leben nicht grinden. Sehe ich überhaupt nicht ein. Die Nerven nicht für. Das pisst mich gerade so dermaßen an, ey. Problem bei dem, warum wurde die jetzt versteinert? Ach Gott, ey. Dass ich gerade die andere Version, die durch Social Media gelaufen ist, gerade im Ohr habe. Wo es auch das Unge-Video ausgegraben wurde. Du weißt doch, so gutes Lied, das Original. Sind wir schon da? Aber wir sind schon da. Final Fantasy 10 war der Grind auch hart. Wenn man die schwersten Bestien machen wollte. Den Richter. Sehr sauber. Ja, schön, dass ihr wollt, dass ich euer Spiel länger spiele. Bei sowas habe ich aber einfach legit keinen Bock und werde es einfach dann früher beenden und sagen, ja gut, dann halt nicht, ne? Also sowas macht halt Spiele schlecht aus meiner Sicht. Viel Hoffnung sehe ich leider gegen das 56 Millionen Leben Bob auch nicht. Hä, wir haben den gestern oder beim letzten Mal schon gemacht. Wir haben ihm eine Bar runtergehauen. Haben dann gesagt, okay, passt. Der war nicht schwer. Den kriegen wir easy runter. Der wird laufen. Vor dem habe ich echt keine Angst. So, ja gut. Was machen wir denn dann nun? Feiern erstmal. Angeguckt haben wir uns ja letztes Mal schon. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Hier, die S-Bahn. Wer fehlt denn hier noch? Die schießt mich tot. Warte mal, hab ich doch hier eine Liste mit den S-Bahnen? Ja, genau, da. Perfekt, so. Ultima hatten wir, genau. Genau. Die Zodiac fehlt und Chaos. Ah, hallo, Anima. Wo ist Schlüssel, Leute? Der war vorhin hier. Wo genauer ist, weiß ich nicht. Kann ich jetzt leider nicht sagen. So, jetzt gucken wir mal. Die Zodiac wird ja wahrscheinlich das Bossviech sein aus eben Zodiac Age. Also suchen wir mal Chaos. Chaos ist, ach ja, die Sidequest. Selbst du meinst vorhin, dass wir das noch was umstellen müssen. Ah, danke. Das ist wieder vergessen. Herbst ist mein persönliches Hirn. Ich find's aber nicht. Wo stell ich denn das um? Blumentopf. Oh, ups. Sorry.
Nach vorne. Okay, merke, ich darf hier nicht rumklicken. Na gut. Warte, wenn ich. Ich muss mal kurz sagen, ich muss das ausmachen. Ob ich dann mehr Settings zur Auswahl habe? Nee. Ha, das konnte man doch irgendwo umstellen. Ich find's nicht. Muss ich ihn einer mal gucken. Naja, gut. So. Mhm. Langwierige Sidequest. Warte mal, für Sidequest hatte ich doch. Nein. Nicht das. Wo habe ich denn die Seite mit den Sidequests? Ich hätte doch das irgendwo. Ja. Mann, wie finde ich denn das nicht mehr? Das hätte ich doch letztes Mal offen. Wir hatten doch diese Medaillen. Ja, Sidequest. Wo steht denn das jetzt? Ha? Hold on. Ach nee, ach, das hatte ich auf dem anderen Rechner offen. Moment. Das ist schön, wenn man all die ganzen Wikis auf zwei verschiedenen Rechnern offen hat. Genau, wir hatten die Schleuse gemacht. So, Inventory. Nee. Wichtiges. So, mattes Bruchstück, genau. Das haben wir. Ansonsten haben wir kein Bruchstück, oder? Wir haben nur das. Nee, rußiges Bruchstück haben wir noch. Genau, rußiges gab's für Ultras. Dann brauchen wir jetzt das dreckige Bruchstück. So. Das dritte Fragment erfordert etwas mehr Arbeit. Oh Gott. Die Nabreus-Sümpfe. Den Salika-Wald. Königsbombe haben wir doch schon längst. Nach eurem Sieg geht es Nabreus-Sümpfe. Was? Lauft weiter zum stummen Pfad. Wait, Nabreus-Sümpfe. Der stumme Pfad, da. Und sprecht mit dem Numo-Wesen, das sich dort aufhält. Megleo, so sein Name, wird uns etwas über die Medaillen erzählen. Dieser Schritt ist notwendig, damit ein anderer Numu am nächsten Zielort erscheint. Ach, willst du mich verarschen? Okay, Port Salika-Wald. Ach, fuck off, ey. Ja, wobei, warte mal. Nee. Das hat doch auch ein. War doch auch irgendwo ein Porter, oder? Ja, eben, da, guck mal. Aber welcher ist näher? Actually sogar der aus dem Salika-Wald. Salika da. Das ist wenigstens wieder Content, der laufen wird, ne? Cam kommt gleich wieder, keine Sorge. Brauch nur gerne noch ein bisschen für mich. Ich bin halt nur immer unglaublich gefrustet, wenn man eine Stunde was macht für nix. Ich hasse solche verschwendete Zeit. Aber wir hatten jetzt einfach keinen Mehrwert daraus. Auf einfach. Ich habe schon ganze Projekte einfach, Ja, komplett wieder zerstört, mehr oder weniger. Ich bin hier an irgendwas gesessen, bin 1-2 Stunden
und es sich dann herausgestellt hat, dass es nichts gebracht hat, dann habe ich wirklich, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, ich mache mal anders weiter, habe ich einfach den kompletten Orden einfach genommen und gelöscht, weil ich einfach so gefrustet war. Das packe ich nicht. Bin null frustresistent. Und habe keine Geduld. Das ist eine richtig gute Kombo. Wow. Runde zu Gil. So, und hier steht jetzt einer anscheinend. Der da, oder? Was haben wir denn da? Diese Mischung aus süß und verrucht, die Stimme. Hm. Wartender Numu. Genau, du. Huch, sprecht mich nicht so an, aus himmelheiterem alter Mann etwas schreckhafter er ist. Nabudis, von der Wucht des Netesiten. Eine gewaltige Explosion in eine Ruine verwandelt es ist. Um euer Leben fürchtet, kehrt um. Mich, ihr meint. Mein Name, Megleo, er ist. Auf Heldenmutige ich warte hier. Monster im Palast, die gebannt sie niederstrecken sollen. Das Helden hier erscheinen, prophezeit wurde es mir. Als Boten meine Schüler sandte ich aus, die Schlüssel zu besorgen, besiegel im Palast. Meine Schüler Rocken Mo und Rocken Mu. Was? Das ist, ja. Aber von dem Rückweg, ihr trefft sie vielleicht. Denn langsam, sie sind so langsam. Ach so, und jetzt finde ich die anderen beiden. So. Da, jetzt habe ich ihn. Zurück in der Unterstadt von Rabanastre. Wieso denn jetzt wieder nach Rabanastre? Dort redest du mit Rocken im Haus von Dallan. Oh Gott. Jetzt wieder nach Rabanastre. Das spielst doch nicht. Warum denn jetzt nach Rabanastre? Na, Lokati. Das ist. Das ist ja dein Lied, Herbstie. Hm. Wir kennen es alle. Kawaii in the Streets, Senpai in the Sheets. Mach kaputt. Lebt denn der noch? Oder nicht? Im Loot. Ich bin jetzt nur hierhin mit ihm zu reden, damit er mich nach Rabanastre schickt. Fett sauer. Oh, fucking Fetch Quests, ey. Naja. Immerhin ist es nur noch hin und her laufen. Wir haben ja die ganze Welt schon. Du hast sonst nichts Besseres zu tun. Doch, Bosse klatschen. Aktuell wird David nur von Games gemobbt. Ja. Das. Ach, das. So. Unterstadt Rabanastre. Haus von Dallan mit Rock'n'Mo. Ja, okay, da kommen wir ja direkt rein. Das ist ja. Das ist der Eingang zur Unterstadt, der direkt bei Dallans Haus ist. Dave würde lieber wieder die ganze Zeit Celebi resetten. Boah, ich muss mich da so zusammenreißen, nicht auszurasten. Das ist. 6,5 Stunden Shiny Reset ist echt an meine Nerven gegangen. Bin ich ganz ehrlich. Das war. Boah. Das ist so boring für mich, dass ich wirklich ungeduldig und wütend werde dabei.